Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fallout 4. Im letzten Part haben wir ja dieses Chemielabor betreten, also wie hieß das nochmal? Ich glaube Halluzigen, ja genau. Und wir sind jetzt, glaube ich, in dem Raum gerade, wo dieser Kanister tatsächlich drinne ist. Jetzt habe ich gerade dieses Terminal hier gehackt und wir können tatsächlich eine Dekontaminierungssequenz einleiten. Dekontaminierung läuft, bitte weisen Sie das Personal an, die Dekontaminierungskammer zu betreten. Sehr gut. Okay, dann betrete ich die mal lieber. Ah, sehr gut. Schön dekontaminieren. Ah. Sag mal, irre ich mich oder ist jetzt gerade meine Strahlung zurückgegangen, Leute? Das sah aus, als ob meine Strahlung geheilt worden wäre. Na, wo bist du? Aha. So, was haben wir? Papa, lass mich vorbei, bitte. So, was haben wir hier? Wiederhole. Ein chemisches Leck wurde entdeckt. Bitte das Gebäude umgehend evakuieren. Aufgepasst. Okay. Suchst du was Bestimmtes? Ja, mal gucken, ob du etwas von meinem Schrott gebrauchen kannst. Nee, gar nichts. Okay. Alles klar, ich verstehe schon. So, die ganzen Kampfrüstungen brauchen wir, denke ich mal, auch nicht. Zumindest die kleinen. Terminal des Entwicklungs. Was? Ein chemisches Leck, bla bla bla. So, Testergebnisse Invisi-Wave. Dritter Test war ein voller Erfolg. Der Admiral war beeindruckt und hat sich über Möglichkeiten der Bordinstallation erkundigt. OM? Dein Intensive Wave besteht aus Bitte 5 Spiegeln, 2 gehackten Stealth Boys und einer Falltür. Das ergibt eine sensationelle Vorstellung, aber diesmal hast du die Grenze wirklich überschritten. Die Verkaufsabteilung will 200 Einheiten bis Dezember. Viel Glück damit. Oh je. Auslöscher. Alle biologischen und chemischen Verunreinigungen zerstört. Testperson und Kammer wurden mit 5100 Red bestrahlt. Boah. Beobachter haben den Raum verlassen, bevor sich die Haut mit der Testperson aufgelöst hat. Testkammer wurde ausgeräumt und neu konstruiert. OM oder DM, ich weiß nicht, was das heißen soll. Du hast also eine 2 Tonnen schwere Maschine gebaut, die die Leute bestrahlt. Was war denn an tragbares Gerät für die Dekontaminierung im Einsatz so schwer zu verstehen? Aber gut, dass du wenigstens die Vips rausgeschickt hast, bevor es unschön wurde. Zerstreuer. Die Person hat den Test Bitte überlebt, konnte evakuieren. Sich aber von der Behandlung nicht erholen. Ist schreiend beim Anblick des eigenen Kindes im Wartezimmer weggelaufen. Die Polizei ist noch immer auf der Suche. Aktualisierung 20.10. festgenommen. Einweisung der Testperson. DM. Der Zerstreuer soll Krawalle auflösen, nicht auslösen. Die gesamte Forschung ist ein Witz. Ich übertrage das Projekt an Karin. Schick ihr unsere Dateien und vernichte deine Proben. Danach räumst du deinen Schreibtisch. Halluzinogengas. Trotz neuer Formel führt das Gas weiterhin zu Rissen der Nebenniere und Raserei bei 4 bis 5 Testpersonen. Eine Person überlebte den Kontakt und begann sich daran zu gewöhnen, bevor sie von den anderen Testpersonen zu Tode geprügelt wurde. DM, Dosis anpassen, neue Tests durchführen, wenigstens hier machen wir Fortschritte. Wenn die Marketingabteilung, die als Chemiewaffe fürs Militär, was? Wenn die Marketingabteilung das als Chemiewaffe fürs Militär platzieren würde, so, wären wir jetzt schon fertig. Würde sich gut als Hand- oder Artilleriegranate machen. Und Unterdrücker. Testpersonen erfolgreich außer Gefecht gesetzt. Lähmung scheint dauerhaft zu bestehen. Verlegung ins Medford Memorial zur weiteren Beobachtung. DM, du warst der leitende Ingenieur bei dem verdammten Messmetron und kriegst noch nicht einmal die Ruhigstellung von Menschenmengen hin? Mit einem deiner eigenen Prototypen für die Rekonstruktion? Haben die das Ding vielleicht bei dir angewendet? Du bist hier nicht der am besten bezahlte Forscher. Ich hätte mehr erwartet. Uiuiui. Da gab's wohl Ärger, ne? Verdammt nochmal, ja. So. Ah.
Halluzigen-Schlüssel. Ein okay. chemisches Leck Notiz. Wurde entdeckt. Bitte Missionsanweisung. Das Gebäude evakuieren. Ha. Ja, hier die Schlagstöcke vielleicht noch. So, bin ich jetzt mal langsam am Ziel angelangt? Immer noch ein nicht, oder was? Ein chemisches Leck wurde entdeckt. Ja, toll. Bitte das Gebäude evakuieren. Sehr schön, können wir aufschließen. Hä? Hey, Momentchen mal, ja? Das wurde mir aber nicht auf meinen Pip-Boy angezeigt. Ist ja jetzt leicht komisch. Hä? Jetzt bin ich wieder draußen? Was zum Fick? Auf, warte da. Verdammt. Nein, doch nicht warten, Piper. Oh. Mann, oh. Das gibt's doch nicht. So, jetzt aber bitte nicht so lange laden wie gerade, ja? Dankeschön. Ich höre zumindest schon Ton. So. Okay, wo ist der Scheiß? Ich brauch das Zeug endlich mal. Oder habe ich das jetzt schon eingesammelt? Jetzt erzähl mir nicht, ich hab's schon eingesammelt. Ach, warte mal, ja klar doch, diese grünen Behälter, die ich die ganze Zeit eingesammelt habe. Ach, bin ich dumm. Hier, so einer, guckt mal, Halluzigen-Gaskanister. Oh. Oh, das ärgert mich jetzt. So eine Scheiße. Ein chemisches Leck ja, gut. wurde entdeckt. Bitte das Gebäude evakuieren. Dann kann ich ja doch durch die eine Tür durchgehen, ohne mir Sorgen machen zu müssen. Ja, super. Alles klar, ich setze auf jeden Fall einen kurzen Schnitt, weil ich ja wieder mein Inventar aufräumen muss. Und danach sehen wir uns auf jeden Fall wieder, sobald ich diese Aufgabe abgeben kann. So, Leute, nochmal ganz kurz, bevor ich nach Good Neighbor zurückkehre und diesen Kanister abgebe. Es gibt hier ja noch zwei Personen auf dem Marktplatz, mit denen ich nicht so richtig geredet habe bislang. Entschuldigung. Und zwar einmal Solomon. Hey Mann, ich habe jede Menge Chems, falls du was zum Entspannen brauchst. Ja, das hier ist der Chem-Händler und bei ihm gibt es die Gesprächsoption, ich suche nach Arbeit. Ich suche einen Job. Hast du was für mich? Ja, ich hab was. Ich suche nach mutiertem Farn, falls du da also was findest. Ich hab gehört, dass er in der Nähe des Waldsumpfs wächst. Ist ein natürlicher Strahlungsfresser. Wäre super für die Herstellung von Radix oder Radaway. Ah, interessant. Nimm, mach ich. Mutierter Farn. Klingt gut. Cool. Sehr gut. Ich hab gesehen, wie du bei dem verlassenen Haus hey, Solomon. Hast. Ich habe auch Appa, falls du dich ein bisschen niedergeschlagen aus, dass dir das gestattet hat und geh der Sache nicht weiter. So, vielleicht noch Drogen? Hast du da gerade was von Drogen gesagt? Ja. Ganz genau. Ich habe sämtliche Camps für einen erfüllten Lebenswandel. Wird dir die richtige Balance geben. Jeder hier kauft bei mir. Manchmal brauchen die Sicherheitsleute etwas Psycho oder ein Ingenieur braucht Mentats. Und Radix ist natürlich für jeden interessant. Aha, okay. Ich brauche nichts weiter. Alles ja. cool. Gut, und es gibt noch eine Dame, die scheinbar Fleisch verkauft. Wir bieten Fleisch im Stück an, sonst nichts. Ja. Moment, was ist das für ein Fleisch? Hast du noch nie einen Brahmin gesehen? Groß, dumm, vier Beine und zwei Köpfe. Das einzige Rindvieh, das es noch gibt. Alles kommt frisch von der Farm der Cotmans. Manchmal bekommen wir auch komisches Zeug von den Karawanen rein. Okay. Komisches Zeug? Noch komischer als Fleisch von zweiköpfigen Kühen? Ja, du Traumprinz. Noch komischer als das. Meierlöck, Bläfliege, Red Hirsch, alles Eiweißlieferanten, oder nicht? Und im Commonwealth darf man nicht wählerisch sein. Das stimmt allerdings. Okay. Kein Interesse. Wie du meinst.
Erstmal auch nicht. Ja, okay. Bring eine mutierte Farnblume zu Solomon. Weiß ich jetzt selber nicht, ob wir eine vielleicht in Sanctuary haben. Ich werde gleich mal nachgucken, auf jeden Fall. Falls nicht, dann sehen wir uns auf jeden Fall in Good Neighbor, um diesen Halluzigen-Kanister abzugeben. Wir sehen uns dann. So, bin jetzt doch wieder in Diamond City, denn ich habe in Sanctuary tatsächlich eine mutierte Farnblume gehabt. Und mit grün meine ich mutiert und leuchtend. Ja, ich hab was. Ich hab die Pflanze gefunden. Hier, bitte. Also gut, hier deine Bezahlung und ein paar Proben aus der Apotheke. Aber nicht alles auf einmal nehmen. Immer in Maßen. Wie noch sei, geil. Zum Laden zu führen. Reden wir über das Geschäft. Ja, okay, heute jetzt nicht. Geht er mir lauter Chems. Psycho, Buff-Out, Jet. Oh, 100 Kronkorken, sehr gut. Probleme drüben in Ward 81. Irgendwas von wegen Quarantäne. Weißt du was darüber? Quarantäne in Vault 81? Wird es was helfen, wenn ich dort nochmal vorbeischaue? Muss ich dort eventuell nochmal vorbeischauen? Vielleicht mache ich das mal gleich. Ja gut, wir sehen uns auf jeden Fall erstmal gleich an diesen Behälter abgeben werde. Bis gleich. So, ich bin wieder in Good Neighbor und bin schon bei dem guten Kerl angekommen. Okay. Hä? Ich schaue mir das Angebot mal an. Sag mir Bescheid, wenn du handeln möchtest. Ach so, ich dachte, das wäre der... von dem ich die Quest bekommen habe. Ja gut, weil ich bin zu dem hingegangen und der hat mich automatisch angesprochen. Das habe ich schon fast als Zeichen gesehen. Ich habe schon gar nicht mehr auf die Markierung hinter ihm geachtet. Na gut. So, und sobald wir das erledigt haben, haben wir, glaube ich, so ziemlich alle Quests und sonstigen Aufgaben du erledigt. Zurück! Wie war Lucigen? Hast du was Gutes gefunden? Ja, habe ich. Diesen Gaskanister sieht durchschlagend aus. Super! Vorsichtig damit. Das Ding zu zerlegen wird nicht einfach, aber das kriege ich schon hin. Was dich angeht, fehlt nur noch die Bezahlung. Hier bitte. Wie abgemacht. Wie dem auch sei. Brauchst du irgendwas? Ich habe hier die besten hausgemachten Camps. Sehr gut. Okay. Nein, dann will ich nicht. Im Moment nichts. Ich bin immer hier, falls du mich brauchst. Okay. So, den Skillpunkt werden wir direkt auch wieder verteilen. Kommando kann ich? Ja, kann ich theoretisch. Ja, tatsächlich. Aber eigentlich will ich mir... Moment. Ist hier zufällig eine Laborstation in der Nähe? Der Kerl hat doch bestimmt eine im Keller. Hat er doch garantiert. Da ist er doch. So, Granate. Ja. Abrissexperte 2. Nee, ich will ja eine Mine. Kronkorkmine. Ach, brauche ich nur Abrissexperte 1 für? Ja, sehr gut. Weil Kronkorkenminen ist für mich eigentlich das Wichtigste. Ja, dann brauche ich ja erst einmal zwei. Weil die anderen Minen, die brauche ich ehrlich gesagt nicht so dringend. Die interessieren mich jetzt auch nicht so sehr. Die können ab und zu nützlich sein, aber ihr wisst ja, ich benutze sie nicht allzu oft in dem Spiel. Dann schon eher Granaten und so weiter. Sehr gut. Wofür gebe ich den Skillpunkt dann aus? Ich glaube für automatische Waffen, oder? Das ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr nützlich. Wenn ich mit meinen ganzen Schnellschusswaffen deutlich mehr Schaden verursache, dann reduziert sich dadurch ja auch automatisch mein Munitionsverbrauch. Kommt mir ja nur entgegen, oder? So, hier, Kommando. 80% mehr Schaden. Würde ich sagen, oder 15% mehr Schaden im Kampf. Oh nee, hier blutiger Tod muss ich ehrlich gesagt nicht großartig weiterskillen. Da finde ich, bringt es schon eher was, wenn ich Kommando weiterskille. So. Weil ich hantiere ja sehr viel mit automatischen Waffen rum, das wisst ihr ja. Mam.
Tja, was mache ich denn dann als nächstes? Jetzt bleibt nur noch, mir nur noch übrig, Jet zu Mama Murphy zu bringen und das war's dann schon eigentlich. Dann könnte ich ja theoretisch mit der Hauptquest weitermachen, oder? Damit habe ich euch ja schließlich jetzt auch lange genug wieder auf Trab gehalten, oder? Hier, gefährliche Gedanken war das, genau. Wir hatten ja das kybernetische Implantat von dem einen Kerl bei uns. Von dem Mörder unserer Frau. Ja. Und das können wir jetzt dazu benutzen, um herauszufinden, wo Sean sein könnte, glaube ich, oder? So war das doch, oder? Es gibt eine Frau namens Dr. Amari, die Kelloggs Gehirn möglicherweise das Geheimnis entlocken kann, wie man ins Institut kommt. Alles klar. Ja gut, dann würde ich doch mal glatt sagen, machen wir die Story weiter. Wenn wir hier schon in Good Neighbor sind und die Questmarkierung für die nächste Story-Mission schon direkt im nächsten Gebäude liegt, dann bietet sich das ja quasi an. Außerdem haben wir ja auch Piper bei uns, die wollte ja sowieso dabei sein bei der ganzen Institutssache. Ah, Nick ist hier schon angekommen. Oder, nee, Quatsch, das ist ein Pappaufsteller von Silver Shroud. Oh. Kleiner Augenblick, ich werde vorher auf jeden Fall nochmal speichern. Auf den Speicher legen. Denn, was ich auf jeden Fall auch machen will, ich denke, das könnte ich nach dieser Story machen. Ist nämlich euch die anderen, wie heißt es, Gildenquests, sage ich jetzt mal, zeigen. Weil man kann sich ja 4 verschiedenen Fraktionen anschließen. Den Minutemen, der Stählernen Bruderschaft, der Railroad und dem Institut. Das sind die Fraktionen, denen man im Spiel beitreten kann. Und im Institut beitritt, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, aber wir haben jetzt die Quests, mit denen wir der Stählernen Bruderschaft oder der Railroad beitreten können. Und weil das höchstwahrscheinlich dazu führen wird, dass wir die Minutemen auf ewig verlassen werden, um dieser Fraktion eben beizutreten, werde ich den Speicherstand davor machen und sobald wir alle Quests aus dieser Fraktion gemacht haben, kann ich den Spielstand nochmal neu laden und die andere Fraktion machen. Dann kann ich den Spielstand nochmal laden und wir sind weiterhin bei den Minutemen dabei. Auf diese Weise bin ich in der Lage, euch quasi jede Fraktion einmal zu zeigen. So viel zu meinen Plänen. Hallöchen. Zu Amari, sie ist unten. Okay. Irma. Und du? Was ihr auch vorhabt, ich muss es nicht wissen. Pass nur auf, dass der große Metallsoftie sich nicht verletzt, okay? Aha. So, richtig. Ich dachte, ich müsste mit ihr reden. Die sah so wichtig aus. Schon ihre Position und ihr Charakterdesign, das sah so aus, als... Dr. Amari. Ja, müsste ich mit ihr reden. Ah. Warte mal. Wer bist du? Das ist wohl kein Höflichkeitsbesuch. Ja, Kelloggs Gehirn. Wir brauchen deine Hilfe, Doktor. Ich brauche die Erinnerungen eines Mannes namens Kellogg. Doch er ist tot. Ich bitte dich gewiss um ein Wunder, Amari, aber du hast bereits Unmögliches geschafft. Seid ihr beide verrückt? Wenn wir mal außen vor lassen, dass ich eine Leiche schänden soll, ist dir klar, dass wir für die Simulatoren intakte, lebende Gehirne brauchen? Okay. Ja, müssen wir wohl das Risiko eingehen, oder? Bitte. Nick meinte, du wärst die Einzige, die das schaffen könnte. Dieses tote Gehirn besitzt Infos über das Institut. Das größte wissenschaftliche Geheimnis des Commonwealth. Du brauchst es, wir brauchen es. Ach, gut. Ich werde sehen, was ich tun kann. Versprechen kann ich aber nichts. Okay. Hast du es dabei? Ja. Das hier konnte ich finden. Was ist das? Das ist kein Gehirn. Das ist... Warte mal. Das ist der Hippocampus. Und was hängt da dran? Ein Neuralinterface? Diese Schaltkreise kommen mir bekannt vor. Überrascht mich nicht. Soweit ich weiß, ist Institutstechnologie immer ähnlich aufgebaut. Okay.
Rede weiter. Mr. Valentine ist ein Synth der älteren Generation. Aber dank der ähnlichen Architektur könnte das Gehirnimplantat passen. Das ist allerdings unglaublich riskant. Wir schließen immerhin etwas an sein Gehirn an. Keine Sorge, Amari. Meine Garantie ist sowieso schon lange abgelaufen. Okay. Ja, ich hoffe mal, dass der Nick davon keine Schäden davontragen wird. Das weiß ich zu schätzen, Nick. Du kannst mir danken, wenn wir deinen Sohn gefunden haben. Fangen wir an. Wenn du bereit bist, Mr. Valentine, setz dich. Wenn ich plappere wie ein alter, zahnloser Söldner, zieh mich raus, okay? Es geht los. Du musst weiterreden, Mr. Valentine. Kleinste Änderungen deiner Kognitivfunktionen könnten gravierend sein. Fühlst du dich irgendwie anders? Ich sehe viele Blitze, Rauschen. Das gibt alles keinen Sinn, Doc. Das hatte ich befürchtet. Die mnemonischen Eindrücke sind kodiert. Ist wohl ein letzter Sicherheitsmechanismus des Instituts. Die Erinnerungen sind gesperrt. Ah, na toll. Sag mir, dass du eine Lösung hast. Mal nachdenken. Die Verschlüsselung ist zu stark für einen Geist, aber was, wenn wir zwei benutzen? Wir setzen dich und Mr. Valentine auf die Memo-Sessel und schalten eure kognitiven Funktionen parallel. Er ist der Host und dein Bewusstsein durchforstet die Erinnerungen, die wir finden können. Okay, es klingt wissenschaftlich, also für zu stimmen. Okay, legen wir los. Setz dich dorthin und drück die Daumen. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Oh, sag das doch nicht so, als ob wir gleich verrecken würden, Alter. Oh Mann, ey. Das erinnert mich sowas von an die Geräte aus einer Vault von Fallout 3. Da war das ja auch so, dass man sich in so ein Gerät reinsetzen musste und dann wurde man quasi in so eine Art virtuelle Realität reinprojiziert. Ja, das wird lustig, Leute. Eieieiei. Oh ja, auch noch mit demselben Bildschirm, ey. Sind das die gleichen Dinge aus der Vault? Wurden die hierher importiert? Wurden die nachgebaut? Leite Gehirnwellenmigration zwischen Transplantat und Host ein. Och, guckt euch mal an. Aktivität aus dem Transplantat, beschädigt aber vorhanden. Wir versetzen dich in die stärksten Erinnerungen, die wir finden können. Eventuell sind sie nicht stabil. Warte. Habt ihr gesehen, wie die Piper die ganze Tag standen und uns angeguckt hat, als würde sie sich Sorgen um uns machen? Oh. Natürlich macht sie sich Sorgen um uns. Oh. Das finde ich voll knuffig gerade. Ah. Hörst du mich? Wow. Ah, gut. Die Simulation scheint zu klappen. Holy shit. Die Erinnerungen sehr bruchstückhaft sind. Ich führe dich durch die intakten Erinnerungen. Hoffentlich finden wir eine, die uns verrät, wo das Institut ist. Okay. Okay, Leute, so ungefähr müsst ihr euch die Synapsen in einem Gehirn vorstellen. Das ist die früheste intakte Erinnerung, die ich finden kann. Okay, jetzt muss ich auf den Dingern rumlaufen, oder was? Kann ich hier auch runterfallen? Ich hoffe nicht. Das Abstimmungsergebnis des Oh je. Okay. Erinnerung. Vergiss nicht, Achso. Du erlebst ich war ja so Erinnerungen aus Kellogg's Perspektive. Was wusste das ich schon vielleicht erstmal etwas seltsamer. Ich glaube inzwischen, sie wollte, dass ich ihn umbringe. Ich hätte es tun sollen. Stattdessen lief ich davon. Ich redete mir ein, dass ich der RNK mit ihren vielen Regeln entkommen wollte. In Wahrheit lief ich vor der Schuld davon, sie nicht von meinem Vater beschützt zu haben. Aber das spielt jetzt keine Rolle mehr. Ah ja, jetzt hatte der auch... Oh, ich kann tatsächlich mehrere Sachen hier anklicken. Okay. Momentchen. Okay. Meine Lehrerin der Schule hat gesagt, mit der RNK würde alles so werden wie früher, wie vor dem großen Krieg. Hör nicht auf diesen Unsinn. Ich schick dich nicht mehr dorthin, wenn sie euch dort sowas beibringen. Wo zur Hölle hast du meine Stiefel hingestellt? Hör zu, Conny. Hier, nimm. What the f... Jetzt alt genug. Ernsthaft? Du bist jetzt der Mann in der Familie.
Du musst uns beschützen. Dein Vater kannst du vergessen. Aber du wirst nicht so wie er. Du bist ein guter Junge. Was du im Radio hörst, nichts als leeres Gewäsch. Das Einzige, was dich in dieser Welt beschützen wird, ist diese Waffe. Du musst lernen, damit umzugehen, wenn du überleben willst. Das werde ich, Mama. Versprochen. Du kannst dich auf mich verlassen. Ha. Und das ist die Pistole. Schon immer mein guter Junge. Und das ist die Pistole, die wir bekommen haben. Wohl nicht weiter. Da scheint noch eine intakte Erinnerung in zeitlicher Nähe zu sein. Da. Hey, ich wollte mal mit der. Ich wollte noch mehr interagieren hier. Menno. Ach, das ist fies jetzt. Ah, aha. Ja, sehr gut. Haha, sehr gut. Vater war entweder betrunken oder nicht da. Er war bestimmt mit einer der Raiderbanden unterwegs, aber er hat es mir nie gesagt. Ich weiß nicht, was Mama an ihm fand. Vielleicht war er früher kein solches Arschloch. Ja. Ja, wieder dasselbe. Mama wusste, wie es war. Sie war sicher keine besonders sanfte Mutter, aber sie liebte mich. Auf ihre Weise. Hm. Und sie beschützte mich von meinem Vater, was ihr oft Schläge einbrachte. Oh je. Ich habe nie erfahren, was aus ihr wurde, nachdem ich weg war. Ich wollte es nicht wissen. Nicht damals. Okay. Okay. Gibt es sonst noch irgendwas? Mit dem Radio konnte ich auf jeden Fall noch was machen. Die Menschen hoffen immer auf bessere Zeiten. Aber am Ende wird es meistens nur schlimmer. Okay. Das ist ein Witz. Was bedeutet das, Mama? Okay. Damit hätten wir, glaube ich, alles und wir können weitergehen. Irgendwas wollte ich noch sagen. Das habe ich jetzt aber gerade vergessen. Naja. An dieser Stelle muss ich aber auch leider Schluss machen. Ach, wir können den Pip-Boy hier nicht benutzen. Ja, okay, macht ja auch Sinn. An dieser Stelle muss ich leider Schluss machen. Der Part ist auch wieder mal lang genug geworden. Deswegen, ich verabschiede mich an dieser Stelle von euch und wir sehen uns zum nächsten Part von Fallout 4, wo wir weiter das Gehirn von Kellogg erforschen werden. Bis zum nächsten Mal.